Arzt. Folgendes, Notfall. Mein Sohn hat sich im Klo eingesperrt. Ach, du lieber Gott. Wir wollten gerade im Urlaub fahren. Frau Doktor, schauen Sie mal. Mein Sohn, dem geht's nicht gut. Der hat sich gerade im Klo eingesperrt. Ja. Und wir sind hier mit dem Wohnmobil. Aha. Und meine Frau versucht, ihn da rauszuholen. Der macht nicht auf. Janis, der Papa kommt jetzt mit einer Ärztin. Hallo, da ist schon guten jemand. Guten Tag. Hallo, Kimmich, hallo. Mein Was Sohn ist steckt das Problem? Da drin. Kommen Sie mal raus, bitte. Mein Name ist Sommerfeld. Ich bin die Ärztin hier. Ja. Hallo. Hallo. Was ist denn mit dir? Die ist übel. Die ist übel, ja. Sag mal, denkst du, du kannst vielleicht mal ein bisschen aufstehen? Ihr seid jetzt auf der Rückreise vom Urlaub oder wollt ihr in Urlaub oder was? Ja. Denkst du, du kannst aufstehen und mal rauskommen? Ich würde dich gerne mal in der Klinik anschauen, ein bisschen, ja? Die Übelkeit des 15-Jährigen trat ungewöhnlich plötzlich auf. Dr. Silvia Sommerfeld stellt außerdem fest, dass der Schüler zusätzlich unter Herzrasen und Fieber leidet. Die Ursache wird besonders die Eltern des Teenagers schockieren. Das tut weh. Okay. Hast du irgendwas eingenommen, irgendwas an Medikamenten eingenommen? Nein, nein. Sonst irgendwas, Drogen, irgendetwas? Nein. Nein, gar nichts. Also wenn wir nicht weiterkommen, und so kommen wir nicht weiter, und mit diesem Druckschmerz, dann müssen wir jetzt eine Magenspülung machen. Das heißt, wir müssen einfach gucken, was wir da an Mageninhalt finden. Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Ich hab heute Morgen Salz genommen. Salz? Ja, ich hab das geschluckt und eben auch. Salz, wieso? Du Salz. Sag mal, wieso du? Speisesalz, normales Speisesalz, oder was war das? Warum? Wofür? Ich hab keinen Bock. Ich bin nicht in Urlaub. Wofür denn? Urlaub, Janis. Ist egal, Janis, weißt du eigentlich, wie wir uns hier die Sorgen machen? Ich will einfach nur nach Hause. Ja, nach Hause. Du setzt deine Gesundheit aufs Spiel. Ey, Moment, da werde ich jetzt echt wütend. Nee, ja, darf ich Sie mal bitten, dass Sie vielleicht mal einen Moment rausgehen? Ja, ich glaube, das ist auch besser so. Ich glaube, das ist auch echt besser so. Gehen Sie mal raus. Ich komme dann gleich noch mal zu. Salz. Klinik am Südring. Die Familienhelfer. Was sollte dieses Salz? Ich wollte nicht in den Urlaub mit. Und ich dachte, ich habe im Internet gesehen, dass man dann halt krank wird. Und, wenn man Salz nimmt. Wie viel war das denn? So ein paar Teelöffel. So ein paar Teelöffelchen? Ja. Wie viele denn? Eher zwei, drei? Drei, vier so, ja. Ja, schon eine ganz gute Menge. Das ist nicht ungefährlich, gell? Wenn du krank wirst. Ja, damit ich nicht in den Urlaub muss. Hast du deinen Eltern denn nicht gesagt, dass du nicht in Urlaub fahren möchtest? Und das mit Ach, die hören nicht auf mich. Mhm. Eine Kochsalzvergiftung ist schon eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit. Natrium wirkt auf den Säure-Basen-Haushalt, es wirkt auf den Flüssigkeitshaushalt und auch nervale und muskuläre Strukturen sind betroffen. Die letale Dosis, also die Dosis, die wirklich zum Tod führt, die liegt so circa zwischen einem halben bis einem ganzen Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wo soll's denn hingehen, dass du da gar nicht mit möchtest? Ach, auf so einem Campingplatz. Und das ist so schlimm? Mal nach oben schauen. Oder geht's nur darum, dass deine Eltern mit dir in Urlaub wollen? Ach, ich habe einfach keinen Bock. Ich würde ganz gerne den Vorschlag machen, dass wir einen Sozialpädagogen beauftragen, mit dem du sprechen kannst, dem du das mal schildern kannst und der dann auch vermitteln kann zwischen dir und den Eltern. Ja, okay. Auch die Eltern nehmen den Rat der Ärztin gerne an. Sie verschieben den Urlaub und machen einen Termin mit einem Familienhelfer. Bis dahin verlässt der 15-Jährige nur sein Zimmer, wenn seine beste Freundin ihn besucht. Ein normales Gespräch zwischen Eltern und Sohn scheint hingegen unmöglich. Janis, wir haben uns noch mal Gedanken zum Urlaub gemacht. Hä? Ja. Genau. Ich hab auf... Oh, hör mir bitte erstmal zu. Wieder ja, Janis, ist gut. Entspannend. Wir würden gerne... Nathalie mitnehmen. Ja. Dann kannst du Zeit mit ihr verbringen. In den Urlaub. In unseren Urlaub. Ja, wir haben Recht auf. Hör zu, Janis, bitte. Entspann dich. Hey, ich hab keinen Bock auf Doch, Scheiße. Entspann dich. Nein. Janis. Janis? Janis? So nicht, Janis. Als Jochen Klein zum vereinbarten Termin kommt, hat sich Janis gerade wieder in sein Zimmer eingeschlossen. Die Eltern sind verzweifelt und befürchten, dass ihr Sohn ein schwerwiegendes Problem hat, das er mit ihnen nicht besprechen kann oder will. Ja, wir haben am Telefon schon kurz erzählt. Also er verschließt sich und scheint null Bock auf gar nichts mehr zu haben.
Seit wann geht das jetzt so? Tja, seit wann geht das so? Eigentlich habe ich gedacht, das ist Pubertät. Dass er sich zurückzieht, dass er gar nichts mehr mit uns machen möchte. Aber es scheint was Ernsteres zu sein, weil es legt sich nicht. Ich kenne ihn überhaupt nicht mehr wieder. Auch seine ganzen Hobbys, die er hat, die hat er einfach nicht mehr. Er interessiert sich dafür nicht mehr. Und immer, wenn wir vorschlagen, irgendwas mit ihm zu machen, verweigert er sich. Also, was ich gerne jetzt machen würde, erstmal versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Mutter fragt sich, ob ihr Sohn heimlich in seine beste Freundin verliebt ist. Das könnte das Verhalten des 15-Jährigen ihrer Meinung nach erklären. Wie sich allerdings zeigen wird, ist sie jedoch eher selbst Teil des Problems. Du bist ziemlich genervt. Ja, warum wohl? Ich weiß es nicht. Ja, hätten Sie mal 2 Minuten früher da sein müssen. Meine Eltern gehen mir so auf die Nerven, wirklich. Okay. Die gehen mir schon seit Monaten auf die Nerven. Sag mal, sind das alles jetzt so Hobbys von dir? Eishockey, Fantasy? Nein, das ist schon ganz alt. Das war mal eine Zeit lang. Interessiert dich alles nicht mehr? Ach, meine Eltern mischen sich überall in jedes Hobby ein, was ich habe. In alle mischen die sich ein. Die wollen die super Eltern sein. Mhm. Hast du schon mal dran gedacht, so ein bisschen auszumisten? Ach nein, bringt doch nichts. Naja, kann schon was bringen. Ich meine, man kriegt den Kopf für neue Dinge frei und ist nicht mehr von dem ganzen alten Mist, der einen sowieso nicht interessiert, mehr umgeben. Das soll was bringen? Ich gehe mal davon aus, ja. Ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Ich kann dir helfen, wenn du Bock hast. Ja, okay. Mal ein bisschen aufräumen, raus mit dem Zeug. Eigentlich seltsam, dass ein Junge plötzlich alle seine Hobbys wegschmeißt. Die Ursache waren aber die Eltern dafür. Weil sie immer versucht haben, alles gemeinsam mit Jannis zu machen. Gemeinsam zum Eishockey zu gehen, Wrestling-Karten für ihn zu kaufen, wo sie dann aber mit ihm auch wieder hingehen wollen. Sie mischten sich also in alle seine Hobbys ein, sodass er gar nicht mehr das Gefühl hatte, alleine damit sein zu können, es genießen zu können. Hier Hockey, kein Bock mehr, weil mein Vater sich eingemischt hat. Seit wann ist das jetzt mit Hockey? 1,5 Jahren. Was ist passiert, dass du jetzt plötzlich... Mein Vater wollte unbedingt dann erst mit mir ins Stadion gehen, unbedingt ein Hockeyspiel mit angucken. Dann wollte der auch mal mich zum Training begleiten und so. Und dann... Ich hab da keinen Bock einfach drauf. Der respektiert überhaupt nicht mal, dass ich meine Privatsphäre haben will. Der 15-Jährige hat im Grunde durchaus noch Lust auf seine Hobbys. Aber er möchte nicht, dass Vater oder Mutter daran teilhaben. Warum genau der Gesamtschüler das Zusammensein mit seinen Eltern so unangenehm findet, wird auch Jochen Klein überraschen. Wie wär's denn, wenn du mit deinen Eltern mal versuchst zu reden? Das immer so klappt, ich weiß nicht. Es kommt immer auf den Versuch an. Wenn man nichts versucht, weiß man auch nicht, ob es funktioniert. Ja, aber meine Eltern, die sind da so in ihre eigene Meinung eingestampft. Und ich bin aber an deiner Seite, ich unterstütze dich. Was deutlich wurde, sehr schnell, war, dass es eine Kommunikationslücke zwischen Eltern und Sohn gibt. Und Jannis sich überhaupt nicht traute, mit Problemen oder den Dingen, die ihn berühren, zu seinen Eltern zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen. Und mein Verdacht war erstmal, vielleicht hilft ein bisschen Unterstützung. Ich finde, ihr mischt euch einfach zu oft in irgendwelche Sachen an. So, das fängt bei meinen Hobbys an, jetzt soll auch noch Nathalie mit in Urlaub, da reicht's mir irgendwann. Da ist dann auch mal Ende. Das ist doch ein liebes Angebot von uns, dass wir Nathalie mitnehmen. Nein, ich will nicht, dass sie mit in den Urlaub fährt. Ich will einfach generell nicht mit euch in Urlaub. Reg dich nicht auf und setz dich wieder. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich möchte gerne, ich bin noch nicht fertig, ich möchte gerne mit euch diese Situation jetzt klären. Ja, und durch Wegrennen klären wir nichts. Und du hattest gerade selbst gesagt, du möchtest gerne mit deinen Eltern mal reden. Du wolltest den Versuch starten, du hast den Versuch gestartet, jetzt ziehen wir es durch. Ja. Gemeinsam, ne, bringen wir das hier zum Ende. Also, es geht ja darum, dass sie gerne zusammen alle in Urlaub fahren möchten. Ich möchte nur versuchen, den Konflikt zu klären. Es geht nicht darum, dass du mitfahren sollst in den Urlaub, darum geht es überhaupt gar nicht. Mir geht es nur um Verständnis, das ich haben möchte. Ja? Von daher würde ich Sie bitten, dass jeder von Ihnen sich einen Gegenstand nimmt, der repräsentativ für einen Traumurlaub wäre.
Die Aktion dient dazu, erstmal der Familie zu helfen, wahrzunehmen, wo die Wünsche und Bedürfnisse jedes Einzelnen sind. Weil sie haben nie darüber geredet. Das ist ja meine Lieblingsangel. Ja, und irgendwo hinsetzen, wo man schön angeln kann, wo man die Natur genießen kann und auch mal rausgucken kann. Okay. Schön entspannt. Ich möchte einfach mal für mich irgendwo sitzen, Ruhe haben und lesen. Mhm. Das wäre meine Vorstellung von Traumurlaub, wenn ich nur für mich entscheiden müsste. Und ich möchte einfach nur nicht wie ein Bekloppter nackt rumlaufen, sondern eine Badehose tragen können. Oh. Und meine Eltern am besten auch. Die letzten Jahre hat es dir gefallen, wenn wir in Urlaub gefahren sind, weißt du, wie sind, alt oder? Ich da war? Ja. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Vor kurzem erst. Vielleicht kann ein Dreijähriger draußen nackt rumlaufen, aber ich doch nicht mit dem Alter. Wieso? Ich bin 15. Ja, aber Hallo? Wir haben doch hier immer alles offen gehandhabt. Du kennst uns doch nackt, wir kennen dich nackt, du bist doch mein Sohn. Ja. Mama, was sollen die anderen denn bitte schön denken? Die anderen sind doch gar nicht dabei. Hallo. Wir drei fahren im Urlaub, so wie wir es immer gemacht haben. Ja, ich möchte einfach eine Badehose tragen, Ende aus, okay? Ja, FKK ist aber schwierig, eine Badehose zu tragen. Wenn für Eltern das Nacktsein oder auch FKK-Urlaub machen etwas Normales ist, dann ist es nicht gleichzeitig auch normal für ihre jugendlichen oder heranwachsenden Kinder. Und Eltern sollten das wahrnehmen, dass sich in der Pubertät das Verhältnis zur Sexualität, zum Sex allgemein verändert. Und wenn man dann vorsichtig versucht, nachzuhorchen und nachzuforschen, bist du immer noch dabei oder was stört dich gerade daran? Und man redet darüber, dann wird es auch einem Jugendlichen leicht fallen, darüber zu reden. Sie haben gerade schon alle angefangen, miteinander zu reden. Und das ist schon mal ein super Anfang. Und jetzt versuchen wir das Ganze noch mal ein bisschen zu intensivieren. Die Eltern verletzt die neue Anti-FKK-Haltung ihres Sohnes. Jochen Klein möchte, dass sie erkennen, worum es den Teenager dabei wirklich geht. Darum lässt der Sozialpädagoge die Familienmitglieder ihre Standpunkte mit Kreide in einen Kreis schreiben. Dabei zeigt sich, dem 15-Jährigen macht mehr zu schaffen als nur die Nacktheit. Ich will einfach nur kein FKK und einfach vielleicht mit Nathalie in Urlaub auf Ferienfreizeit oder so fahren, ohne meine Eltern. Janis, ich möchte nicht, dass du alleine irgendwo hinfährst. Herr Kimmich, haben Sie Ihrem Sohn eben zugehört, als er beschrieben hat, was er machen möchte? Also, er will alleine irgendwo hin, oder? Nein, mit Nathalie. Und guck mal, ich hab schon nachgeschaut. Ich könnte eine Ferienfreizeit mit der machen. Da sind wir nicht mal alleine. Zeig mal. Okay, das ist mit Betreuung, ne? 9 bis 17 Jahren. Ja, aber ich möchte schon, dass du mit uns in Urlaub fährst, weil wir sind doch als Familie immer gut. Nein, ihr seid ja voll in euren FKK-Bahn. Bevor wir jetzt wieder in Nein und Aber verfallen, vielleicht könnten wir jetzt mal versuchen, eine Lösung zu finden. Wir könnten ja überlegen, ob wir in der Zeit, in der er dann mit Nathalie auf dieser Jugendfreizeit ist, dann machen wir halt FKK. Genau, die Woche davor machen wir das zusammen angezogen. Genau, das geht. Das finde ich gut. Ja? Da können alle jetzt mit leben? Ja, absolut. Herrlich. Die neue Urlaubsaufteilung hat allen gut getan. Der 15-Jährige ist wieder ausgeglichener und geht seinen Hobbys nun selbstständig und mit neuem Elan nach. Dafür macht er gerne einmal im Monat mit seinen Eltern einen Ausflug und genießt die Familienzeit.